Wie besiegt man Zhang Liang, General der Menschheit? Sehet selbst. In der ersten Phase habe ich sogar, glaube ich, keinen Treffer bekommen. Ich habe die zwei Schwerter verwendet. Für die schnellen Attacken. Also X und die schwere Attacke Y. Das heißt, ihr schlagt auf ihn so oft hin mit X, bis dann der blaue Balken gefüllt ist und dann haut ihr mit Y den Superschlag raus. Jedes Mal, wenn er ausholt, drückt ihr die Taste B für Block. Seht ihr? Und wenn er dann rot aufleuchtet, sofort Y drücken und ihn aufschlitzen. Dann weiter bearbeiten. Und wenn der Superschlag kommt, sofort, kurz nachdem er aufleuchtet, auf B drücken. Du weichst ihn aus. Jetzt wieder. Jetzt. Und gleich draufhauen, dann kommt der rote Punkt und gleich wieder aufschlitzen, niederstechen. Dann einfach drauf, drauf, drauf und jetzt wieder B drücken. Und wieder B drücken. Er macht immer, nachdem er den ersten Superschlag macht und rot leuchtet, den zweiten hinterher. Manchmal nicht, aber meistens schon darauf vorbereitet sein. Also nicht, wenn er den ersten gemacht hat, sofort weiter auf ihn draufhauen, sondern warten. Und die zweite Phase ist dann eigentlich das Schwerste. In der zweiten Phase, Distanz wahren am Anfang, er schlagt zweimal zu, dann wartet ihr. Wenn ihr einen Superschlag macht, sofort B drücken, dann kommt er zu euch und dann schlachtet ihr ihn ab. Passt. Dann weglaufen am besten. Weil so macht er so einen Rundumschlag. Das macht er immer, wenn er so gebrochen wurde. Dann wieder. Parieren, sofort parieren, hin, am besten eine starke Waffe, wie diese Stangenwaffe wählen, macht mehr Schaden. Und er ist schon zur Hälfte down. Dann sofort weg, weil da kommen so komische Blumen. Oder sind das Äste? Auch parieren, einmal mit B drücken, jetzt habe ich leider Schaden kassiert. Dann Superschlag, sofort attackieren, sofort gegenattackieren. Den Superschlag immer mit B parieren. Zack. Und ja gut, hier kann man ein bisschen nachschlagen, aber ein bisschen weggehen, weil er macht wieder den Rundumschlag. Dann möchte man ausweichen. Dann wartet man. Parieren oder ausweichen. Zweimal B drücken fürs Ausweichen. Und jetzt wieder. Zack, B. Und wir haben ihn zu uns gezogen. Und können ihn ins Herz stechen. Und das war's. Ja, genießt die Endszene. Ich habe viele Versuche gebraucht. Es waren sicher weit über 20. Aber es ist super.